Gestern hat es ganz schön gescheppert an den Aktienmärkten. War das ein Crash? Dieser Frage wollen wir uns in diesem Video widmen und gucken, welche Auswirkungen das, was gestern passiert ist, auf mögliches weiteres Geschehen haben könnte, haben dürfte. Und wir schauen uns da zunächst mal eine Definition an. Was ist denn eigentlich ein Crash? Hier von Wikipedia wird ein Kurseinbruch, ein extremer Kurseinbruch an der Börse bezeichnet, der dauert einige Tage bis hin zu wenigen Wochen. In dieser Zeit dominieren meist panikartige Verkäufe, die einen großen Angebotsüberhang erzeugen und so zu drastisch fallenden Kursen führen. So könnte man das Geschehen, das gestern an den Märkten passiert ist, ja durchaus auch bezeichnen. Schauen wir uns mal an, was da genau gelaufen ist. Dow Jones fast 7% im Minus, S&P etwas weniger, Nasdaq noch mit am besten, Small Caps über 7% im Minus. Und interessant ist, dass wir gestern den lowest tick on record gesehen haben. Es gab also so etwas noch nie. Was ist denn dieser Tick? Und das wollen wir uns hier mal anschauen von Investopedia. Das ist praktisch die Summe, positiv oder negativ, aus Aktien, die einen Uptick haben, also deren Preis in dem Moment nach oben geht, oder einen Downtick, deren Preis, deren Kursstellung in dem Moment nach unten geht. Und wir haben also gesehen, dass wir gestern das höchste Negativvolumen haben, also praktisch die größte Breite eines Abverkaufs in einem Moment, die wir je gesehen hatten. Das heißt, dass so viele Aktien verkauft wurden, der Kurs also nach unten tickte, wie noch nie in der Geschichte. Insofern kann man sagen, das ist schon ein Crash. Wir hatten am 18. Mai das Gegenteil gesehen. Da hatten wir den höchsten Tick on Record. Also wir sehen, wir sind in einer Zeit der Extreme. Tick hatten wir schon gesehen. Schauen wir uns nochmal hier ein paar Parameter an. Das ist der schlechteste Tag seit dem März 2018. Wir sind beim Dow Jones auf dem tiefsten Stand seit dem Mai, dem 27. Mai. Wir sind beim Dow und beim S&P jetzt 3 Tage negativ gewesen. Alle 30 Dow-Aktien sind negativ. Boeing mit minus 16,4%, der schlechteste Wert, nachdem die Aktie ja so massiv gestiegen war. Und das aufgrund heißer Luft eigentlich. Jetzt hatte Boeing heute Nacht zum Beispiel bekannt gegeben oder sein Bericht bekannt geworden, wonach Boeing praktisch Zulieferer bittet, erstmal das Volumen deutlich runterzuschrauben, weil man nicht auf Halde produzieren will. Also das sagt alles, eine Aktie, die sich alleine im Juni um über 50% nach oben gearbeitet hat, allein im Juni, und davor ist sie auch schon gestiegen, sich mehr als verdoppelt hat seit den Märztiefs. Ja, aufgrund von heißer Luft, die ist gestern bestraft worden. Nasdaq erste Mal nach 4 Gewinntagen negativ. Wir haben den S&P unterhalb des 200-Tagesdurchschnitts. Der ist bei 3013. Inzwischen ist er wieder drüber. Und das sind so einige Kennzeichen, die wir hier gesehen haben. Und hier nochmal eine Liste von Verlierern. Wir sehen, dass da Fluglinien dabei sind. United Airlines, Delta Airlines, dass Banken dabei sind. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, klar, warum sind die Banken dabei? Weil einfach die Fed ja gesagt hat, bis 2022 gibt es keine Zinsanhebung mehr. Das heißt, die Banken müssen sich von Zinsen verabschieden. Das ist schlecht für die sogenannte Fristentransformation. Also praktisch das, womit Banken Geld verdienen, indem sie kurzfristig Geld ausleihen zu einem niedrigeren Zinssatz, als sie das Geld dann langfristig verleihen und damit einen höheren Zinssatz erzielen können. Wir sehen aber, dass hier bestimmte Werte komplett unter die Räder gekommen sind. Von 500 S&P 500 Werten gab es nur eine positive Aktie gestern. Das war Kroger, diese Supermarktkette. Und im Nasdaq gab es auch nur einen Wert, das war Zoom, diese Videoübertragungssoftware, wenn man so will. Wir haben jetzt den 27 größten Tagesverlust in Prozenten gesehen beim Dow Jones. Insofern der Dow Jones ja schon vor dem 19. Jahrhundert, also vor dem Jahr 1900 etabliert. Dementsprechend schon einige Jährchen auf dem Buckel, weit über 130 Jahre. Jetzt sind wir praktisch alt
oder um die 130 Jahre ist der Dow Jones alt und das war der 27. größte Verlust, Tagesverlust. Das ist mal schon was. Und wir sehen, dass wir von diesen krassen Verlusten 6 der 50 heftigsten Prozentverluste waren im Jahr 2020. Im Jahr 2008, also auf dem Hochpunkt der Finanzkrise, hatten wir nur 5 dieser Top 50 Tagesverluste. Wir sehen, da ist also einiges am Start, da ist einiges in der Mache. Und am rechten Chart sehen Sie, der VIX, der ist praktisch aus seinem Abwärtstrendkanal massiv und impulsiv nach oben ausgebrochen. Hier eine Analystin hatte das so prognostiziert. Der VIX ist ja die Volatilitätserwartung für die Aktien im S&P 500 in den nächsten 4 Wochen. Interessant war, dass trotz der Rallye der Aktienmärkte der VIX nicht wirklich gefallen war, mithin also sozusagen ein Absicherungsbedürfnis bestand und die großen Jungs, die gestern eher nicht so stark verkauft haben, wie wir aus Volumendaten sehen, dass die sich vorher abgesichert hatten und gestern wurden im Prinzip andere geschlachtet, dazu gleich mehr. Wir sehen hier nochmal eine Aufstellung, wer da alles groß verloren hat in diesem in Anführungszeichen Crash. Energy fast 10%. Wir sehen, dass dann auch Finanzwerte minus 8,2%, eben die Banken hier stark unter Druck sind. Materials, Industrials, das sind die großen Verlierer, eben diejenigen, die konjunktursensitiv sind. Und es ist eben durch Jerome Powell dann auch dieser Konjunkturoptimismus angekratzt worden, der vorher da war, diese V-Erholung, die in der Realwirtschaft nie stattgefunden hat, sondern nur an den Aktienmärkten. Wir sehen aber auch beim Tech-Index Nasdaq, dass wir hier durchaus Interessantes beobachten können. Nämlich der Nasdaq ist mehr als 5,3% gefallen und wir haben die Differenz zwischen Advance und Declines, also zwischen den Aktien, die steigen und die Aktien, die fallen, die war bei minus 2338. Nasdaq hier als Börse, nicht als Index. Und das hatten wir zuletzt gesehen im April 2000 und im März diesen Jahres bei diesem massiven Abverkauf. Wir sehen, wie Ottavio Costa hier zeigt, also jetzt praktisch einen Abverkauf von extremen Bewertungen, von extremen Hebelungen, die vorher passiert sind. Und das wird darauf hindeuten, nach meiner Auffassung, dass diese Korrektur nicht fertig ist, dass wir zwar jetzt mal eine Erholung sehen, aber diese Erholung wird nicht nachhaltig sein, nach meiner Auffassung. Da kommt noch eine zweite Welle nach unten, bevor dann möglicherweise wieder Anstiege kommen bei den Aktienmärkten. Wir sehen, wie krass die Märkte überkauft waren. Wir sehen hier die Anzahl der Aktien, die über ihrem 14-Tages-Durchschnitt beim RSI gehandelt haben. Wahnsinnige Zahlen, so zuletzt in den 1990er Jahren erreicht. Und wie Sven Henrik hier sehr gut zeigt, du solltest nicht den S&P kaufen, wenn der Index so weit wie noch nie von seinem 50-Tages-Durchschnitt entfernt ist. Und wir sehen dann eben hier diese etwas unschöne Abwärtsbewegung mit eben einem Island Gap, mit einem Abwärtsgap und einem Inselgap sozusagen. Und wer hat gestern auf die Mütze bekommen? Die Retail-Investoren, also die Robin Hooders, wie es in den USA heißt, diejenigen, die über dieses Fintech Robin Hood zuletzt massenhaft Konten eröffnet haben, massenhaft long gegangen sind. Und wir sehen, dass diese Aktien, die private Investoren in den USA bevorzugen, dass die am stärksten unter Druck gekommen sind. Aber der Wahnsinn ist noch nicht vorbei. Heute hat Herz gesagt, wir wollen bis zu 1 Milliarde neue Aktien verkaufen. Und das für eine Firma, die insolvent ist. Hier sagt Diogenes, ich muss sagen, ich habe so etwas noch nie gesehen, dass praktisch man hier Aktien an Idioten verkaufen will, sorry, Investoren, während man praktisch bankrott ist. Bankrott heißt ja, dass man Zahlungsverpflichtungen nicht einhalten kann. Und das Problem ist, dass jetzt wer solche Herzaktien kauft, von diesem Autovermieter, der hat das Problem, dass er in der Schlange der Gläubiger eben ganz weit hinten steht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er da irgendwie nochmal Geld sieht, wenn Herz nicht aus der Insolvenz kommt, die tendiert gegen sehr unwahrscheinlich, also gegen null. Dementsprechend sind es wirklich Idioten, die das kaufen, ahnungslose Idioten, wie viele sagen.
die zuletzt eben jetzt die Börse entdeckt haben und natürlich ein willkommenes Schlachtfleisch sind, in Anführungszeichen, für die Profis, die sich denken, mein Gott, sind die doof, den kann ich ja alles verkaufen. Wir haben gestern auch gesehen, dass der Dollar so stark gestiegen ist wie seit dem 19. März nicht mehr. Also praktisch, wir haben das Muster Dollarstärke negativ für die Märkte, Dollarschwäche positiv für die Märkte. Wir sehen aber auch, wie Lisa Abramovic hier zeigt, dass die 10-jährige US-Rendite wieder sich den Allzeittiefs nähert. Wir sind bei 0,65% hier gewesen. Also dieses Muster, was der Fall war, Dollarschwäche, Anleiherenditen gehen nach oben, hat sich gestern komplett umgekehrt. Und warum die Märkte auch ein Problem haben, ist, weil die Fettbilanz nicht mehr steigt. Wir sind in der letzten Woche nur um 3,7 Milliarden in der Fettbilanz gestiegen. Das ist praktisch gar nichts. Wir sind bei 7,2 Billionen. Also das ist praktisch nur ein kleiner Wimpernschlag. Und das ist das, was die Märkte vielleicht indirekt jetzt mal aufnehmen, dass die Ausweitung der Fettbilanz stockt. Und neben eben den Aussagen von Jerome Powell, die in Sachen Konjunktur, dann natürlich das zweite Motiv hier, die Coronavirus-Geschichte, gerade jetzt eben in diesen Staaten, die in den USA neu aufgemacht, praktisch den Lockdown teilweise beendet haben. Texas war ja sehr früh dabei, Florida, Arizona, Georgia, und wir sehen, die Zahlen gehen da nicht runter, sondern tendenziell rauf. Hier ein paar Schlagzeilen. Coronavirus in Arizona-Zahlen haben sich fast verdoppelt seit dem Memorial Day. Nashville verschiebt jetzt Öffnungsprozesse, dass zum Beispiel Restaurants öffnen können, etc. Wir haben in Florida die höchste Zahl gesehen. Wir sehen, dass in Houston möglicherweise jetzt die Diskussion ist, dass man wieder zusperren muss, dass man den Lockdown wieder einführen muss, obwohl Steve Mnuchin gesagt hat, das können wir uns nicht leisten, wir werden das nicht nochmal tun, aber es wird vielleicht in zumindest einigen Regionen der USA keine andere Möglichkeit geben. Und abschließend hier noch vielleicht interessanterweise einen Blick auf Mobilitätsdaten, die von Google erhoben werden und von JP Morgan ausgewertet werden. Und dann sehen wir, dass Deutschland inzwischen jetzt Ende Mai schon hier diese orangene Balken oder dieser ockerfarbene, keine Ahnung, ich bin wahnsinnig farbenblind dementsprechend, jedenfalls das hellere, da sehen wir, dass die Mobilität in Deutschland am stärksten schon wieder sich erholt hatte von den hier erfassten Ländern, nach wie vor sehr schwach in Spanien, in UK, in Frankreich, USA etwas besser, Japan etwas weniger gut. Aber schauen wir uns erstmal an, was jetzt der Fall ist an den Märkten. Wir haben gesehen, dass die asiatischen Indizes nicht so stark jetzt gefallen sind wie die Wall Street das hätte implizieren können. Wir sehen aber, dass wir jetzt hier mit einer roten Kerze doch wieder reinkommen. Das, was wir hier sehen, ist der Dow Jones auf Stundenbasis. Und wir sehen, wir sind hier raufgelaufen in den Bereich 27.635 und sind jetzt ein paar Pünktchen tiefer. Was wir hier sehen, ist der 20-Tages-Durchschnitt. Das hat der Dow Jones nicht ganz geschafft. Die Charts von Capital.com. Schauen wir uns mal den Nasdaq an. Wir sehen also jetzt, nachdem wir hier diese Erholung im asiatischen Handel gesehen haben, dass es jetzt wieder ein bisschen schwieriger wird, dass diese Erholung wahrscheinlich nicht dauerhaft sein wird. Das ist zu vermuten. S&P 500 jetzt bei 3038. Wir sehen also hier den dynamischen Abverkauf, dann die, wie Rüdiger Born sagen würde, zittrige Erholung, die jetzt hier ausgepreist wird. Das sehen wir auch beim Nikkei ein Stück weit hier auf 5-Minuten-Basis. Aber schauen wir uns mal den DAX an. Wo ist der? 11.859 war schon auf dem Weg wieder in Richtung 12.000er-Marke hier auf 4-Stunden-Basis der DAX. Ich hatte gestern schon ein bisschen hier thematisiert, diese mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation beim deutschen Leitindex. Schauen wir uns mal Gold an, hier auf Stundenbasis, 1729, wenig verändert. Wir blicken auf den Euro bei 1,1304 und das Crude Oil, das gestern einen herben Rückschlag hat und erleben müssen, ist aktuell bei $35,62. Also man kann durchaus von einem Crash sprechen. Crashes sind normalerweise fortgesetzte Ereignisse. Wir sehen heute erstmal eine leichte Erholung, die jetzt allerdings wieder ein bisschen abverkauft wird. Jedenfalls ist nach meiner Auffassung davon auszugehen, dass diese Erholung vielleicht jetzt wieder einsetzt, man sich ein bisschen beruhigt, aber dann nochmal mindestens eine Welle kommt, die uns auf tiefere Kurse, als wir sie gestern im Tief gesehen haben, führen wird, bevor es dann möglicherweise wieder nach oben geht. Aber
Das wird abzuwarten bleiben. Ich wünsche jedenfalls jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Ihnen Servus und ciao.